Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Ab geht die Post. Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir den grünen Weg. Ich weiß nicht, ob wir ihn perfekt erkundet haben, aber wir haben ihn erkundet. Und heute versuche ich nicht zu sterben. Das wäre vielleicht das Erste. Da oben. Dieses Stück zerbrochene Maske zu kriegen. Das ging jetzt auch ganz gut. Tada! Weil wir uns in der Station der Königin befinden. Warum befinden wir uns in der Station der Königin und nicht in den Nebelschluchten? Das ist relativ simpel. Ich habe keine Karte für diese Nebelschluchten. Und mein erster Gedanke war dann, ja gut, dann gucken wir halt, dass ich irgendwo anfange, wo ihr mich zumindest zum einen wiederfindet und zum anderen habe ich dann eben das mit dem Maskending gefunden. Was auch schon mal ganz praktisch ist. Ja, wenigstens ist er explodiert irgendwo, wo er mich nicht getroffen hat. Das heißt, von hier machen wir dann weiter und gucken mal, ob ich irgendwas in den Schluchten jetzt mittlerweile hinkriege oder ob hier immer noch einfach zu viel ist, was ich nicht machen kann. Das weiß ich eben nicht. Ne, das hatte ich ausprobiert. Hier kann ich nichts machen. Ich weiß aber auch nicht, ob da irgendwann sich mal was tut, weil das ist halt zu viel. Zu viel tot. Das eine sind Dornwände, das andere ist Säure im Boden. Also, da ist nicht viel zu tun für mich. Von daher, einfach nö, sozusagen. Das schreit förmlich nö. Aber wir haben auch nichts in diesen Schluchten bisher gemacht, außer gucken und gemerkt, ja, irgendwie ist hier nichts. Und jetzt wollte ich springen und bin nicht gesprungen. Naja, okay. Ich meine, wir können teilweise abkürzen, was ganz praktisch ist. Aber ansonsten der Punkt ist wohl einfach, ich bräuchte mal eine Karte. Cornifer war hier mal, das weiß ich. Ich meine hier zu rechnen, aber ich weiß nicht mehr, ob wir jetzt immer noch nicht dahin kommen können, wo er ist. Ne, können wir immer noch nicht dann. Weil ich glaube, immer noch nichts dagegen tun kann. Ich glaube nicht, dass das mich da durchbringt. Nö. Das hat mich jetzt maximal tiefer da reingebracht und selbst das hilft mir dann nicht. Nee. Also kann ich in den Nebelschluchten eigentlich immer noch nichts tun. Das ist, naja, blöde. Aber dann suchen wir uns halt woanders Sachen, die wir tun können. Au. Ich weiß nicht, ob ich hier bin. Das sieht auf jeden Fall aus wie das. Interessant. Aber irgendwie habe ich gedacht, da wäre Boden. Da ist kein Boden. Da ist auch immer noch sehr viel Elektrogefrisse, aber definitiv keine Heilung in Sicht. Okay, hier war ich zumindest noch nie. Und es ist nicht der grüne Weg. Ja, vielleicht lerne ich hier, wie ich an diesen Dingern vorbeikomme. Das wäre auch ganz praktisch. Sage ich und direkt im nächsten Moment versperrt mir genau so ein Ding hinter dem Weg. Und ja, aus purem Seelennutzen alles umbringen. Alles umbringen.
Duda-duda-day. Überwucherter Hügel. Bäh. Gibt Gio. Alles, was Gio gibt, ist für mich nützlich und darf auf der anderen Seite halt sterben. Das nichts. Okay, doch. Nur mal so, mir wurde von jemandem gesagt, du hast da und deine Wand stehen lassen, sag ich mal. Das Ganze habe ich aber allerdings in einem Privatgespräch gehört. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Dann weiß ich auch vielleicht wo. Besonders wenn ihr mir eine Zeitangabe hinterlasst. Ach du lieber Himmel. Bleh. Oh Gott. Will nichts sagen, aber das war nicht sehr mit Ruhm bekleckert gerade. Naja. Immerhin leben wir noch. Leben ist schon mal die Hälfte von nicht tot sein. Aha. Und hier bekommen wir das geisterhafte Schweben. Wir bekommen heulende Geister. Drücke B, während du hochhältst, um die Geister zu entfesseln. Zauber verbraucht Seelen. Lebst du? Bist du tot? Kann ich mit dir so interagieren? Ah. Höre mich. Tu ich doch. Ich hatte jetzt allerdings die Hoffnung, dass... Das war echt blöde. Dass ich hier irgendwas erhalten würde, was mir den Weg da frei macht. Es sei denn, das macht es, aber das glaube ich irgendwie nicht. Was? Ich soll noch 25 Moosfliegen erledigen? Mein Angriff ist insofern praktisch, das... Ist da was? Da ist nichts. Alles klar. Bevor ich in die Grütze falle. War es vorher schon da? Nee. Nee, das ändert daran auch nichts. Hm. Wäre auch schön gewesen, wenn ich... Gott, verdammter Mist. Wenn jetzt irgendwas Sinnvolles... Also... Wie soll man das am besten sagen? Wenn da irgendwas gewesen wäre, was mir noch mehr gebracht hätte, außer... Halt eben... Das, was ich bekommen habe. Und selbst das klingt immer noch scheiße ausgedrückt. Aber, naja, egal. Noch ein Siege vom Heilandsnest. Naja, gut... Ja, ich hab's voll drauf. Vor allen Dingen behalte ich das Blaue immer so lange. So lange. Das ist schon fast Cheaten, was ich hier mache. Ja, seht ihr? Die letzten habe ich schon wieder nicht mehr gesehen. Ach. Nee, also, wenn nicht sagen, aber es ist überragender Spielskill hier. Es gibt keinen besseren Hollow Knight Spieler außer mir. Und alle LPs, die ihr bis dahin gesehen habt und Speedruns, die sind fake. Natürlich. Weil das hier ist purer Optimum. Ist auch
beste Route, die man laufen kann und so. Will sagen, ich habe absolut keine Ahnung von dem Spiel, was ich hier tue, aber irgendwie wird das schon. So, die Maske haben wir da. Ich frage mich zwar immer noch, was die immer meint, was sie da an leckerem Essen hätte. Diese kleine Kreatur sieht schmackhaft aus. Ich frage mich, soll ich sie essen? Die anderen hier waren alle so fade. Okay. Will die mich eiskalt fressen? Ich glaub's ja wohl. Also machen wir das, was wir am besten können und gehen weiter erkunden. Irgendwann werde ich schon irgendwas finden, was sich lohnt. Was ist denn das da nochmal? Keine Ahnung. Statt der Tränen, da drüber dieses rote. Ich weiß es nicht mehr. Da unten ist jedenfalls eine Wurzel. Und das Mantisdorf, was wir auch nicht komplett erkundet haben. Und da oben ist auch noch was zum Erkunden. Ah, oh, so viele Entscheidungen. Ich meine, insofern, wir haben einen neuen Zauber gekriegt. Und dieser neue Zauber ist man gar nicht so schlecht. Wenn man dann noch besser spielen würde als ich, könnte man diese Zauber auch öfter mal verwenden. Ich hingegen tendiere dazu, mich immer selber umzubringen. Und weil ich halt so eine Tendenz zur Selbstzerstörung habe. Wie man sieht, hier läuft nämlich jetzt gerade wieder alles volle Kanne schief. Wird meistens eh nicht gezaubert. Das stimmt. Der Pilzbruder konnte das ja auch. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich nach unten zuerst gehe. Wahrscheinlich. Mann, ich liebe diese Animationen hier. Allein wie er die Karte hält, dass er die Karte hält. Und sich das in Ruhe durchguckt. Ich finde das einfach bezaubernd. Sehr charmige. Charmige. Da ist nichts, okay. Boing, boing. Lerne lesen und schreiben und vor allen Dingen zählen. Wenn ich weiß, dass die Viecher drei Schläge brauchen, dann sollte ich vielleicht auch mal bedenken, dass ich drei Schläge einsetzen sollte. Aua. Ah, mein Gott. Sie musste auch dran glauben. Gleiches Recht für alle. Da scheint nichts zu sein. Gut. Oder schlecht, das darf man sich prinzipiell sogar aussuchen. Liegt aber im Auge des Betrachters. Ei. Ein Raupi? Ich habe einen Raupi gehört. Hauptsache ich sterb nochmal an jeder Grube, jedem Gegner. Ah, kleines Raupi. Da geht's tatsächlich weiter. Guck mal. Sporenpilz. Aha. Aus lebendem Pilzmaterial zusammengesetzt. Verbreitet Sporen beim Kontakt mit Seele. Auch nicht schlecht. Ich meine prinzipiell nichts, was ich jetzt aktivieren werde direkt, aber... Von der Idee her. Die sehen so klein und unschuldig aus. Und ich raube ihnen... Nein, das sag ich... Also wenn ich das so sage, klingt es wirklich wieder falsch. Aber ich raube ihnen ihre Unschuld, indem ich sie umbringe. Aber es gibt Gio.
Allein das, das ist schon wieder fast wert. Glücklicherweise habe ich zumindest die Abkürzung hier. Untenrum. Also weiterhin untenrum. 4R. Ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Und irgendwo da unten müsste jetzt so ein Traumdingi sein. Irgendwo hier unten. Hatschatscha. Dann bin ich schon bei 300. Und dann soll mir die jetzt nochmal irgendwie sagen, ich habe nicht genug. Komische Seherin da. Na, ist so wohl. Danke sehr. Was das? Ich glaube. Yep. Na, was hat der mir zu erzählen? Stolze Krieger, an die Ehre gebunden. Ja. Das ist richtig. Da sind überall stolze Krieger, die an ihre Ehre gebunden sind und teilweise nicht mal mehr wissen, wer sie sind. Egal. Die kriege ich nicht kaputt und da hoch komme ich auch nicht. Das erklärt, warum ich hier nicht lang gegangen bin. Scheinbar gibt es in dem Dorf noch mehr Weg. Also wollen wir mal gucken. Mantisdorf nur unten rum. Naja, ist ja nur ein Riesenloch. Fast schon. Das kann man mal übersehen. Gut, die meisten Wege sind zu, aber das hält mich nicht davon ab, hier hochzuklettern. Sage ich und krieg auf Fresse. So, schon viel besser. Und das, was wie ich gerade in den Stachel geflogen ist, dafür kann ich nichts. Zumindest nur entfernt. Naja, es ist mir gefolgt, aber ich kann ja nichts dafür, wenn es da reinfliegt. Zu knapp bemessen. Noch ein bisschen mehr Geo. Gut, ich sehe natürlich hier nichts, aber das sieht herausfordernd. Mantisfürsten, habe das Gefühl, dass das eine schlechte Idee war. Hau. Ich meine, durchschaut habe ich den zumindest, aber versuchen sich zu heilen dabei ist anstrengend.
Nee, das Heilen. Das Heilen will nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah. Oh nein, jetzt bin ich wieder da reingesprungen. Am besten einfach vernünftig reagieren und gar nicht erst heilen müssen, aber... Ja. God damn it. Ach nee, jetzt. Ich komme aber auch wieder nicht schneller hin. Na gut. Na fein. Das ist ein beeindruckender Kampf, also will ich den nochmal machen. Aber interessant, dass ich ihn erst jetzt finde. Wie gesagt, ist ja nur ein Riesenloch im Boden oder so. Da kann man den schon mal nicht finden. Ist ja förmlich so, als will das Spiel gar nicht, dass ich den finde. Mhm. Nee, aber ganz ehrlich... Das ist ein sehr schöner Kampf, gefällt mir. Sorgt wieder dafür, dass man alles, was man gelernt hat, einsetzen kann, weil man sich am besten heilt oder eben auch nicht. Ich habe da echt keinen Hang für oder ich sollte wahrscheinlich andere Talismane dafür nutzen. Weil immer wenn ich mich heilen will, kriege ich auf Fresse. Ist halt auch nicht so praktisch. Achso, ne, Quatsch, hier rein. So. Und das bringt mir halt nicht viel, wenn ich dabei auf Fresse kriege. Ja, so sieht das mal aus. So, wieder runter. Jetzt muss ich unter anderem auch erstmal gucken, wann ich meine Seele hier wieder finde, beziehungsweise wo. Wollen so nicht spielen kommen. Genau das meine ich. Ich bin viel zu lange offen für Schaden. Das hilft mir dann nicht. Anyway. Das Viech hat gerade eiskalt meine neue Zauberkraft eingesetzt. Habe ich genau gesehen. Jetzt ist der Kopf zu groß von dem Viech. Ich glaub's ja wohl. Schon besser. Auch den Weg öffnen, wunderbar. Okay. Aber schön, dass sich erst alle drei erheben und die anderen zwei sich jetzt gleich wieder setzen werden. Ah ne, die bleiben stehen tatsächlich. Dachte, die setzen sich auch. Also im Endeffekt kann ich bei ihm hier nur... Ich
gut heilen, wenn diese Wurftechnik kommt. Dann kann ich mich heilen. Ansonsten kann ich das vergessen. Gut, das ist ein Mantis-Fürsten, ne? Ist das dann trotzdem männlich, weiblich? Gibt es einen Unterschied? Keine Ahnung. Hoch genug. Jawohl. Jetzt die anderen beiden. Komm. Komm schon. Ja, toll. Ah, ich habe gesagt, sie sollen kommen. Also. Eigene Schuld. Na. Ja, genau das darf nicht passieren. Ich muss echt mittig bleiben bei denen. Oder zumindest annähernd mittig. Okay. Ja, das läuft doch schon besser. Naja, oder auch nicht. Naja, dabei kann ich mich nicht so heilen, wie ich das gerne hätte. Puh, okay. Rüber. Nicht da drin sein, aber egal. Ah, hätte ja klappen können. Gut, eine erledigt. Jetzt ist es nur noch der letzte. Erledigt. Yes! Respekt! Wie? Ich hab's jetzt nur für Respekt gemacht. Er weist mir jetzt nur Respekt. Egal. Schöner Kampf. Um Respekt. Ah, das sind all die Leute, die sie dafür erschlagen haben oder so. Tiefnest. Dann habe ich scheinbar wieder einen neuen Ort gefunden. Ne? Yay. Dieser Ort lässt es mir kalt den Rücken hinunterlaufen. Fiese kleine Kreaturen kommen aus allen Löchern und die Wege sind ein dunkles, verzwicktes Labyrinth. Wenn du nicht sehr gut vorbereitet bist, empfehle ich dir, diesen Ort zu verlassen. Wenn du aber dein Glück versuchen willst, willst du vielleicht meine Karte kaufen? Für 38, was hast denn du da drauf gemalt, wenn die nur 38 gibt? Ein schrecklicher Bauwilder Bestien. Es wird ganz schön schwer, aus dieser dunklen Grube hier rauszuklettern. Ich denke, ich werde mich noch eine Weile hier verstecken. Versteck du dich mal. Puh. Okay. Wir sind aber auch schon wieder bei fast einer halben Stunde. Ich denke, an dieser Stelle mache ich's wie Cornifer und lass es mal gut sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.